Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwendec Schmiede. Heute mal wieder mit einem Monster-Deck, heute mal wieder mit einem, ja, Monster-Swarm-Deck, welches ziemlich aggressiv ist. Ich habe das Deck ja quasi schon mal gestern gezeigt, allerdings dann ja, haben wir gemerkt, dass TW Levin noch drin war. Ich habe auch mittlerweile Yennefer rausgetan und spiele davon den Geralt von Riva. Yennefer ist aber noch eine Karte, die könnte man in diesem Deck spielen. Es ist quasi halt eine Mischung aus Swarm und Kontrolle. Also wir spielen tatsächlich sowas wie Krabbspinnennest. Soll dann Halunke, Krabbspinnungetüm, diese ganzen Karten können uns relativ viele Punkte machen. Und auch Yennefer hätte das Potenzial, eine relativ nette Karte zu sein. Das Problem an Yennefer ist momentan, wenn man gegen sowas wie Gabe der Natur spielt, ist Yennefer in den meisten Fällen eine schwierige Karte zu benutzen, weil Gabe spawnt eine Menge Einheiten. Auch wenn man Swarm spielt und man spielt gegen sowas wie Regenskellige, wird man wahrscheinlich auch eine sehr schlechte Zeit haben. Weil der Regen wird uns vielleicht jede Runde zwei unserer Einheiten zerstören. Das heißt, das sind so zwei Decks, die möchte ich mit diesem Deck eigentlich überhaupt nicht antreffen. Allerdings, es ist ein Deck, was ich durchaus auch ein bisschen wehren kann. Wir spielen Hitzewelle, wir spielen Geralt, wir spielen Manticore Gift, wir spielen Raubtischsprung, wir spielen grässliches Gelage, natürliche Auslese, wir spielen Parasiten. Also wir haben Möglichkeiten, uns zu wehren in diesem Deck. Besteht halt zur Hälfte aus Angriff. Die andere Hälfte benutzt immer noch diesen Swarm-Aspekt mit Soldan Halunkel, Krabbspinnungetüm, von mir aus auch dem roten Fluch, um dann viele Punkte zu machen. Und Reisegefährten Mamuna sind halt unsere dicken Finisher. Mamuna ist so zweischneidiges Schwert. Das Problem an Mamuna ist, wir haben nur zwei Karten in dem Deck, die wir wirklich mit dir benutzen können. Die Kikimor-Arbeiterin und den Greifen. Man könnte Mamuna auch überlegen, rauszupacken. Ich weiß allerdings nicht, was ich momentan für Mamuna für diese 12 Provisionen anderes ins Deck reinschmieden wollen würde. Vielleicht einen unsichtbaren wäre eine Option, aber der gefällt mir auch nicht wirklich so schön. Mamuna ist halt für eine kurze Runde nochmal eine relativ starke Karte, um Punkte zu machen. Ne? Also die ist quasi das Mittel für unsere kurze Runde. Problem ist allerdings, wenn der Gegner sowohl Greif als auch Gemor-Arbeiterin aufhalten kann, dann werden wir wahrscheinlich Probleme kriegen. Eine andere Möglichkeit, was man noch in diesem Deck spielen könnte, wäre ein Imlriff. Allerdings würde ich Imlriff eher mit mehr Bronzekarten spielen, die er fressen kann. Wir haben in diesem Deck halt wirklich nur zwei. Von daher gefällt mir Imlriff nicht wirklich ganz so schön. Aber ja, das ist mal wieder ein Monster Swarm Deck, um zu gucken, ob diese Decks noch halbwegs gut funktionieren können. Monster sind ja momentan wirklich nicht ganz so Premium aufgestellt, wenn man Monster spielt. Die meisten Leute spielen halt wirklich Cthulhu. Und wir gucken uns mal an, ob noch andere Formen von Monster da sind oder ob jetzt Frostmonster oder Swarmmonster tatsächlich mehr von den schlechteren Karten plus dem Mamuna-Nerf doch ein bisschen weiter ausgebremst werden. Ich glaube, der ursprüngliche Grund, warum man diese Monster-Decks nicht mehr so häufig sieht, ist einfach die Meta. Legen wir los. Gallagher! Waghalsige Hektik gefällt mir halt auch überhaupt gar nicht. Das kann so lästig werden. Bloß, ich glaube, das Problem an waghalsiger Hektik ist, es wird schwer, einen normalen Geralt hier durchzukriegen. Okay. Was brauchen wir nicht? Ich denke nicht, dass wir einen Weidler brauchen. Ich denke auch nicht, dass wir ein Eichhörnchen brauchen. Zwei Kikimor-Arbeiterinnen. Wir könnten eine ausspielen. Die andere könnte man dann mit Mamuna aus dem Deck rausholen. Das wäre schon mal eine Option. Wir haben den Crimson Curse am Anfang für Punkte. Allerdings warten wir ein bisschen bis wir den ausspielen. Und ansonsten sehr viele Angriffskarten einfach nur. Nicht unbedingt die stärkste erste Runde. Ich glaube, das größte Problem ist wirklich, dass der normale Geralt gegen dieses Matchup wahrscheinlich schwer ein gutes Ziel findet. Weil er spielt, glaube ich, spielt waghalsige Hektik eine Karte, die 9 Punkte oder mehr hat. Eigentlich nicht, oder? Das größte, was sie spielen, sind die Bärenhexer. Die haben nur 8. Und die kommen auch geschädigt aufs Feld teilweise. Aber ich kann mich auch irren. Okay. Wir werden ihm erstmal keine Angriffsziele geben. Oder sehr wenig Angriffsziele geben, sage ich mal. Verifizierung. Okay, jetzt hätten wir den normalen Geralt gut gebrauchen können. Aber ich denke, wir können jetzt auch den roten Fluch ausspielen. Der wird nämlich nochmal schön die erste Runde ticken. Ich weiß gar nicht, bei Reisegefährten. Ich würde Reisegefährten wahrscheinlich schon erste Runde rausholen wollen. Korall ist natürlich nervig. Er hat jetzt auch Angriffsziele. Zieht zwei Karten nach. Macht uns. Na, trifft er nochmal die Dreier? Nein. Aber ich glaube, man merkt hier schon ganz gut, von den Punkten wird es schwer für uns aufzuholen.
Ich würde ganz gerne noch eine Runde warten mit Kikimor-Arbeiterin. Ich glaube, ich spiele erstmal ein Krabbspinnennest aus. Ja, der normale Geralt wäre jetzt halt echt eine schöne Karte gewesen, aber den haben wir leider nicht gezogen. Illyrium. Okay, wir versuchen nochmal eine Kikimor. Dann können wir wenigstens Mamuna nächste Runde schon benutzen. Er hat noch eine Birna. Okay, Birna, Korall zusammen. Hat schon Plänkler abgeworfen, er hat den Morg abgeworfen, er hat noch einen Plänkler im Deck drin. Ich denke aber, für uns ist es jetzt Zeitpunkt zum Passen. Kikimor-Arbeiterin ist halt nur extrem doof mit Mamuna, weil die Karte kann er... Ja, ich hätte ganz gerne eher den Greifen, ne? Kikimor-Arbeiterin hat nur drei Rüstungen, wobei die Anführerfähigkeit umgeht halt die Rüstung. Wir müssen passen. Okay. Ist auch nicht ganz unser bestes Matchup, muss ich ehrlich sagen. Aber mein Gott, man kriegt nicht immer das, was man haben will, ne? So, Krabbspinnungetüm. Wir haben grässliches Gelage. Wir legen erstmal eine Kikimor-Arbeiterin ab. Nagelfahr haben wir. Das ist gut. Manticore-Gift, Soltan Halunkel, Geralt von Riva sind alles ganz nette Karten. Wobei Geralt, wie gesagt, könnte halt schwierig werden. Ich glaube sogar, ich würde noch ein grässliches Gelage ablegen. Ich hätte ganz gerne einen Greifen, muss ich sagen. Geralt von Riva haben wir gezogen. Okay. Ah, Geralt hat leider das Potenzial, eine tote Karte zu sein. Maxi. Okay, was machen wir? Ich möchte keine allzu guten Karten ausspielen, weil ich denke, unser Gegner wird er die lange Runde haben wollen. Ich könnte halt mit dem Parasiten versuchen zu überbrücken. Ich denke, das wäre das Beste. Brauche ich eine 6 Schadenskarte gegen ihn? Ich könnte auch mal Mamuna ausspielen, wenn es wirklich kritisch wird. Ich überlege gerade, brauche ich eine 6 Schadenskarte? Ich könnte halt auch geringer ausspielen. Möchte nur ganz gerne natürlich Auslese nicht wirklich benutzen. Oder benutzen wir natürlich aus. Dann müssen wir wahrscheinlich noch eine zweite Karte ausspielen. Wir spielen Parasiten aus. Passt da oder pusht da? Er passt. Okay, wir könnten noch Nagelfahr benutzen. Ich meine, im schlimmsten Fall... Wir könnten noch einen Soltan oder sowas nach ganz oben legen. Aber wir könnten auch eine Karte, die wir nächste Runde raus haben wollen. Die Sache ist nur, wir haben jetzt 8 Karten. Ich könnte noch eine Karte ausspielen. Dann würde unser Geralt halt wenigstens noch mal eine weitere Runde springen und würde nächste Runde mehr Punkte machen. Der wird wahrscheinlich eh zurückgesetzt werden. Ich denke, wir werden einfach noch eine Karte auf den Friedhof werfen. Damit Geralt nochmal springt. Für den einen Punkt mehr nächste Runde. Natürliche Selektion ist jetzt auch nichts, was ich unbedingt bräuchte. Ich hätte vielleicht ganz gerne eher einen Greif abgeworfen jetzt für Mamuna. Soltan, Kikimor dürfen wir nicht ziehen. Okay, das Einzige, was wir jetzt noch mit Nagelfahr rausziehen können, ist die... Da ist ein Greif, das ist ganz nett. Das Einzige, was wir noch rausziehen können, ist die Flüsterin. Mit potenziell einem Raubtiersprung oder einem grässlichen Gelage und einer plötzlichen Evolution mit Nagelfahren. Das ist okay. Okay, wir spielen erstmal Mamuna aus. Das sind die Kikimor-Arbeiterinnen. Ich denke, die wird er zerstören mit der 3 Rüstung. Er hat eine Schadenskarte, ja. Aber er hat eine 4er Provisions für eine 4er Provisionskarte geopfert. Soltan musste ich ja nach hinten ausspielen. Ich hätte rein theoretisch Mamuna eigentlich auch nach hinten ausspielen können. Vielleicht wäre das sogar besser gewesen. Problem ist, wir haben immer noch den normalen Geralt auf der Hand, den wir ablegen sollen. Ei. Weil ich weiß nicht, ob er tot wird, ne? Ich weiß nicht, ob er zu einer toten Karte wird. Okay. Wir holen Flüsterin raus. Plötzliche Evolution.
Spawnt alles vorne. Ich denke mal, er wird vielleicht so eine Karte wie Yennefer vermuten. Spielen wir allerdings nicht. Wenn er sowas wie ein Zweihänder spielt, können wir noch normalen Geralt durchkriegen, aber ich weiß nicht, ob er Zweihänder im Deck drin hat. Verifizierung ist leider schon raus. Das wäre eine andere Option gewesen. Oder er spielt halt tatsächlich noch mit Okusia. Na, jetzt kommt der Regen, ne? Und Korall nochmal. Genau dieser Regen ist halt das Problem momentan an Swarm einfach. Der kann schon übel reinhauen. Er möchte den Swarm aufhalten. So, wir generieren mit Krabbspinnungetüm zwei Drohnen. Das heißt, es sind drei Einheiten. Wir haben drei hier auf dem Feld. Das heißt, wir können noch drei weitere Einheiten beschwören. Das ist die Anführerfähigkeit. Besser wird's nicht. Problem ist, er hat uns unsere hintere Larve weggenommen oder unsere hintere Krabbspinnendrohne, die ich eigentlich für den Greifen benutzen wollte. Ja, shit happens. Ja, immer. Who wants to taste Skellige Steel? Und er nimmt uns noch eine weitere weg. Der Regen nimmt uns noch eine weitere weg. Ah, das ist halt so nervig, ne? Okay. Geralt kommt raus. Zum Glück vorne. Wir kriegen noch eine plötzliche Evolution. Das ist wirklich ganz nett. Die könnten wir vorne noch benutzen. Geralt Axi. Ist klar. Ja, zurücksetzen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plötzliche Evolution will jetzt erstmal gar nicht so gut spawnen. Der normale Geralt wird uns wahrscheinlich das Spiel kosten, das sage ich jetzt schon voraus. Weil das Problem ist halt wirklich, er spielt keine Ziele für uns. Und eine tote 10 Provisionskarte ist halt sehr kritisch. Manticore-Gift können wir eigentlich benutzen. Tote 10er Provisionskarte ist eigentlich relativ kritisch. Und daher hoffe ich, dass er vielleicht doch noch irgendwas hat. Aber zwei Händer spielt er nicht. Ansonsten hätte er zwei Händer mit der Anführerfähigkeit kombiniert. Eine andere Karte für so viele Punkte hat er nicht. Okay, ist 6. Wir spawnen 4 hier, ne? Das heißt, er müsste noch eine von denen weghauen. Ich denke. Ich glaube, brauchen wir nicht. Muss uns vorne nur eine Einheit weghauen. Eine, er hat einen wütenden Bär. Irgendwas Besseres werden wir mit der Hitzewelle auch nicht kriegen. Zur Not spiele ich vorne die Evolution halt mit einem Punkt weniger aus, aber es ist besser vorne die Reihe voll zu kriegen wegen Soltan. Er kann eine komplette Reihe verbessern. Quen. Okay, ich glaube, er macht uns aber vorne jetzt einen Platz frei und tötet die Dreier vorne. Nein, tut er nicht. Okay. Haben jetzt leider eine weniger bekommen, aber ich kann nicht mehr länger warten. Do not. Hätten wir noch eine Runde gewartet. Okay, Soltan, hinten verbessert er eine komplette Reihe. Ich meine, das ist jetzt das Problem. Wenn Geralt jetzt ein Ziel gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich sehr knapp geworden. Aber dadurch, dass Geralt in dem Matchup kein Ziel hat. Dadurch, dass Geralt in dem Matchup ein Ziel hat, ist es doch noch ziemlich knapp. Kriegt er 13 Punkte mit einer Karte. Oh, ich habe wirklich auf Kräuterprobe gehofft. Ich habe wirklich drauf gehofft, dass er irgendwie sowas wie Kräuterprobe hatte. Oh, was? Ja, es ging doch noch ganz gut. Das ist aber, also man sieht es halt, das ist wirklich momentan ein Problem teilweise, dass du, wenn wir voll auf Swarm gegangen wären,
Der Regen ist lästig. Ansonsten, Skelliger hat mit waghalsiger Hektik seine Anführerfähigkeit, kann uns halt ganz schnell diese Drohnen wegschießen. Wir haben jetzt auch leider eine Drohne falsch gespawnt, hatten eine Drohne weniger mit einem Punkt. War trotzdem ein relativ closes Matchup, ne? Aber wir setzen halt auch wirklich mehr auf Angriff. Wenn man voll auf Swarm setzt und triffst wirklich so ein Konter-Swarm-Deck, und davon gibt es halt momentan einige, dann kann halt Swarm momentan echt der Uff werden, finde ich, ne? Ah, vor allem Yennefer. Yennefer ist halt wirklich, also ich habe Yennefer erst so gedacht, okay, kann man Swarm spielen. Mittlerweile würde ich sie halt eigentlich gar nicht mehr so gerne spielen, weil, wie gesagt, Gabe der Natur, spawnt viele Ents, meditierende Magier, bleibt viel Carryover für den Gegner, oder ansonsten werden einem die ganzen Drohnen einfach nur weggehauen. Ne? Von daher, ich mag die Form wirklich am meisten. Aber gut, das war die erste Runde. Dann machen wir dann wieder in der nächsten. Frostmonster. You shall die. Okay. Wir starten mit dem Stratagem. Ein Giraldo für die erste Runde wäre ganz nett. Kriegen wir bei Frostmonstern sonst ein gutes Ziel? Ich meine, er kann Mamuna spielen. Wir bräuchten einen Greif. Ich denke nicht, dass wir einen. Wobei, Eichhörnchen können wir uns für Artgave aufheben. Die erste Runde ist vielleicht doch ganz nett. Ich glaube, ein grässliches Gelage kann weg. Ich glaube, eine plötzliche Evolution kann weg. Okay, wir haben weder Greif noch Digimon-Arbeiterin von Mamuna. Das könnte ein Problem darstellen. Ansonsten können wir ihn auch ganz gerne pushen lassen. Wir könnten immer noch eine organische Karte aus dem Deck rausholen. Allerdings ist da nicht wirklich. Ja, wir könnten Raubtiersprung halt rausholen. Mit dem Reiter an. Frage ist, ob wir Geralt halt in dem Matchup richtig hinkriegen. Eine organische Karte aus dem Deck rausholen. Ja, eigentlich für Parasit oder Manticore-Gefährt ist das Beste. Die erste Runde. Warte ich schon mit dem Crimson Curse. Der Crimson Curse könnte halt noch ins Leere gehen. Ich möchte erstmal noch was anderes ausspielen. Gute Selektion. Jigen! Okay. Dann wird er definitiv einen Oswell haben. Ich würde ganz gerne den Last Say erzielen. Ja. Spiel den roten Fluch. Ich weiß nicht, ob er Last. Ich denke nicht, dass wir den Last Say kriegen. Erste Runde. Wir haben nicht wirklich die tollste Hand. Wobei, wir könnten noch was nachziehen mit Reisegefährten, ne? So ist es ja nicht. Den werden wir mal ganz schnieke blockieren. Parasit würde ich mir tatsächlich ganz gerne noch aufheben für seinen Auberon. Himmelriff werden wir damit, denke ich, nicht wegkriegen. Aber ich will auch versuchen, die erste Runde zu gewinnen. Ne? Ja, jetzt wird es schon schwierig mit dem. Okay. Die Blutung tickt immer noch bei ihm. Allerdings. Okay, sie hat sogar 2 Schaden gemacht. Das ist, glaube ich, mit das Beste, was hätte passieren können. Ich meine, wir können Jigen auch versuchen zu zerstören, Artgave. Dafür haben wir das Eichhörnchen auch rum. Königin kommt raus. Und wir nehmen ihm seinen Artgave weg. Ah, ist schon mindestens ein bisschen weniger Frost für die nächste Runde. Ah, was macht unser Gegner? Er liegt momentan nur mit 7 Punkten vorne. Das können wir noch mit einer Karte aufholen. Jetzt benutzen wir noch die Anführerfähigkeit. Wir haben noch sowas wie Soltan. Wir haben noch das Krabbspinn-Ungetüm. Ich würde sogar Krabbspinn-Ungetüm und Soltan vielleicht sogar noch diese Runde raushauen. Ich meine, vorne mit Krabbspinn-Ungetüm kriegen wir da wieder eine ganze Reihe voll. Frost tötet halt nichts, das ist der Vorteil. Frost geht immer auf die dickste Einheit. Wenn ich jetzt sogar Krabbspinn-Ungetüm vorne ausspiele, kriegen wir sogar noch Reisegefährten raus. Ich würde schon ganz gerne die erste Runde gewinnen, einfach wegen dem Last Say. Krabbspinn-Ungetüm gibt uns jetzt wie viele Punkte? Wir kriegen 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Sind wir 29 plus Reisegefährten, machen wir.
Reisegefährten kommen erste Runde von mir aus auch raus. Ziehen und greifen. Greif ist spitze. Bei Greif können wir mit Mamuna halt benutzen. Wilde Jagdführerin. Okay. Wir kriegen immer noch Frostschaden. Wenn ich jetzt einen Greif ausspiele, er kriegt nochmal einen Schaden, kriegt aber gleichzeitig nochmal zwei Punkte. Das heißt, er kriegt noch einen Punkt mehr und wir kriegen nochmal zwei Schaden. Heißt also quasi... drei Punkte mehr müssten wir rechnen. Das heißt, ein Greif würde die Runde gar nicht ausreichen. Greif wären jetzt halt einfach nur 8 Punkte, ne? Soltan würde ausreichen. Ich glaube, wir spielen auch Soltan aus. Brauchen die Punkte. Frage ist halt, wie viel er noch ausspielen will, beziehungsweise ausspielen kann. Er benutzt seine Anführerfähigkeit. Das, wir haben zumindest eine und einen Parasiten, okay. Und 6 Punkte Boost. Dann benutzen wir nochmal den Greifen. Selbst wenn er jetzt passen sollte, und er kann immer noch passen, wir müssen noch eine weitere Karte ausspielen, aber wir hätten die erste Runde gewonnen. Von daher ist es mir egal. Und wir haben jetzt den Greifer auf dem Friedhof. Das heißt, wenn er jetzt eine starke Karte ausspielt und wir es nicht mehr schaffen, im Liriths Zorn, ich denke, das wird nichts mehr, oder? Wobei, wir könnten Mamuna benutzen. Mamuna würde allerdings... Nee, wir haben keinen Sabbat. Das heißt, wir könnten Mamuna jetzt benutzen, um den Greifen rauszuholen und auf Even zu gewinnen. Das wäre eigentlich relativ nett. Machen wir auch. Nutzen wir Mamuna erste Runde. Reicht seine letzte Karte noch aus? Spielt er seine letzte Karte noch aus? Solange er uns keine Karte nach hinten verschiebt, können wir auch noch die Flüsterin benutzen. Wenn er uns eine Karte mit der Anführerfähigkeit nochmal nach hinten verschiebt, die Flüsterin halt quasi weg. Kann auch sein, dass er jetzt einfach sagt, er passt. Na, was willst du noch tun? Was willst du noch tun gegen unsere Krabspinnen? Ich meine, sein Frost tickt ja auch nicht mehr. Kriegt immer noch einen Punkt am Ende der Runde, ne? Durch seinen Hund. Weil er hat immer noch mit die stärkste Einheit. Okay, er trifft noch eine Entscheidung. Spielt er jetzt Auberon aus? Er spielt Oswill aus. Immer was Gutes zum Fressen? Er hat auch nichts Gutes zum Fressen. Okay, entweder wir benutzen die Flüsterin, können allerdings nichts aus dem Deck rausholen, aber wir würden auf Even gewinnen, oder wir gehen halt eine Karte runter. Und ich glaube, das ist mir die Flüsterin einfach wert. Kriegt er keine Punkte, aber hey, Flüsterin vorne, reicht in der Runde aus. Ostwill ist auch schon raus. Das heißt, jetzt ist die Frage, ob wir überhaupt noch den normalen Geralt bräuchten. Ne? Er hat auch keine Anführerfähigkeit mehr, er hat keine Art Gave mehr. Das heißt, sein Frost wird wahrscheinlich spärlich gesät werden. Problem ist, wir haben die erste Runde auch schon mit unseren besten Powerhouse-Karten rausgeworfen. Ich meine, wir haben zwar immer noch Hitzewelle, Raubtiersprung hätte ich ganz gerne noch. Geralt könnte halt wirklich kritisch werden. Ne? Ich denke, wir passen. Und keine Anführerfähigkeit mehr, wir lassen ihn eine Karte runtergehen. Er kann noch Mamuna haben, er kann noch Auberon haben, er kann noch Imlerif haben, er kann noch Eredin haben, er kann noch die ganzen guten Wild Boys haben und wir haben schon vieles von unseren Punkten ausgespielt. Vorteil ist, wir haben eine Karte mehr und wir haben den Doppel-Last-Say. Okay, Kikimor-Arbeiterin würde ich sogar behalten, weil die können wir vielleicht sicher noch ausspielen als Last-Say für die Punkte.
Natürliche Auslese würde ich ablegen. Weidler brauchen wir gar nicht. Parasit ist gut. Okay, das heißt, wir kriegen jetzt hundertprozentig Manticore-Gift oder einen Geralt. Und das ist auf jeden Fall ein Raubtiersprung wert. Wir hätten auch Parasit benutzen können, aber ich weiß nicht, ob ich nochmal so einen guten Raubtiersprung kriege, ne? Da ist der Auberon. Oh. Ja, das ist jetzt das Problem. Auberon ist ziemlich nervig. Ich hätte ihn ganz gerne mit Parasiten weggenommen. Geht nicht. Ich kann ihn immer noch mit der Hitzewelle wegnehmen. Wir haben zur Not immer noch einen Geralt, falls was Stärkeres kommt. Ja, zum Beispiel noch sowas wie Erre dann hat. Ich gebe ihm halt keine Angriffsziele an El Aoberan. Ne? Ich gebe ihm keine Angriffsziele, dass er da irgendwie punkten könnte. In irgendeiner Form. Ich denke, Parasit brauche ich auch nicht mehr großartig. Wenn er jetzt einen Frost legt, dann wird zumindest der Frost auch kaum noch Schaden machen. Und ich denke, er wird noch einen Erre dann haben. Okay, er spielt einen Kraftmeier der Wilden Jagd. Ich denke, da wird nichts mehr Hohes kommen. Aber gut, wir gehen lieber auf Nummer sicher. Ich mache das jetzt, weil ich denke, seine letzte Karte wird kein... Es kann kein Oswald sein. Jigen ist raus. Ich denke auch nicht, dass er eine Mamuna hat. Ich glaube, er hat nichts mehr wirklich. Vielleicht ein Erden ist seine letzte Karte. Und Erden kriegt hier so keine Frostzähler. Es ist eine Speerspitze. Hätten wir mal den Geralt noch rausgeholt, aber sind wir ganz ehrlich, ich glaube, den brauchen wir nicht. Wir haben Doppel-Lassee. Ja, spielen wir von mir aus hinten aus. Das reicht aus. Braucht nicht mal die Anführerfähigkeit. Er hat doch nochmal eine Speerspitze. Okay, mit der habe ich nicht gerechnet. Da hätte Geralt natürlich weitaus mehr Punkte machen können. Ich dachte, er hätte noch irgendwie sowas wie Frost. Ich wollte ihm halt jetzt, also ich wollte nicht, die plötzliche Evolution ausspielen, wollte einen Insekt hochbuffen, wollte ihm dann halt für noch zwei, drei Runden Frost geben, die nachgetickt hätten, weil, ja, auch wenn wir jetzt noch Doppel Last Say hatten, man hat es gemerkt, das ist relativ knapp geworden, weil wir haben schon mit unseren besten Karten in der ersten Runde ausgespielt. Wir haben zwar trotzdem immer noch relativ gut Karten gehabt, aber der wahre Vorteil ist, dass wir ihm vielleicht kein Angriffsziel gegeben haben, aber ich glaube, er hat auch nicht wirklich ein Angriffsziel gebraucht. Er hatte keinen Frost mehr. Er hat bei einer Anführerfähigkeit eine erste Runde benutzt. Ne? Er hat, was mich übrigens gewundert hat, erste Runde, ist, dass er nicht eine Karte nach vorne gezogen hat. Dann hätte nämlich der Navigator der Wilden Jagd immer noch einen Punkt mehr bekommen. Aber es hätte im Endeffekt nichts geändert, weil wir hätten eine schlechte Karte rausholen. Ja. Erste Runde geswarmt. Letzte Runde kontrolliert. Und dann knapp gewonnen. 5 Punkte mehr hätten wir natürlich auch noch haben können, aber die 5 Punkte. Nehmen wir jetzt mal nicht mit. War trotzdem relativ knapp, ne? Man muss mit dem Deck tatsächlich ein bisschen aufpassen. Machen wir noch eine letzte Runde. Ich denke, die werden wir jetzt verlieren. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich dachte auch, wir verlieren die erste Runde, aber... Kräuterprobe. Feuerpell. Sogar mit dem bösen Präzisionsschlag. Könnte ein Azur-Deck sein. Wir müssen diesmal anfangen. So, Anfang ist schon mal gar nicht so nett. Eichhörnchen könnten wir rein theoretisch behalten. Wir könnten eine Greifen aufsparen. Geralt. Könnte in der ersten Runde noch nützlich sein. Ansonsten letzte Runde auf jeden Fall. Jetzt habe ich Schluck auf. Verdammt. Eigentlich eine ganz nette Hand. Ich glaube, die Hand behalten wir sogar tatsächlich so. Nicht die optimalsten Karten alle, aber genug Angriff, um den Gegner, glaube ich, zu stemmen. So, wir fangen an. Nein, nicht mit Raubtiersprung. Wir wollen den Greif. Das ist auch ein Greif, aber das ist der richtige Greif. Wir wollen nicht den bösen Greif spielen. Der böse Greif soll nächste Runde vielleicht zum Einsatz kommen. Okay. Er spielt quasi nur Unit. Nur Unit-Präzisionsschlag. Oh, wenn der Madoc hat, dann kotze ich aber ab. Bitte nicht vorne spawnen, danke. Frage ist, ob wir den normalen Geralt brauchen. Vielleicht höchstens als Last Say. Alle Natur.
Okay. Das Problem ist, roter Fluch wird uns nicht sehr viel bringen. Wirklich andere tolle organische Karten hätten wir nicht. Ja, sind halt sehr auf Angriff gelegt, ne? Aber wir haben auch schon unsere besten organischen Karten auf der Hand. Wir könnten rein theoretisch einfach noch eine plötzliche Evolution hervorrufen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, wir sollten eigentlich vorne noch was spawnen. Ich möchte eigentlich nicht so viele Einheiten spawnen. Was wollen wir sonst tun? Ich könnte auch theoretisch die plötzliche Evolution aufhalten. Und wir nehmen uns einfach ein Krabbspinnennest. Verbessern da was hoch. Meritiumsbombe. Ja, ich spiele mit Madoc. Madoc ist eine sehr problematische Karte für uns. Aber Madoc ist tatsächlich auch eine Karte, die ich angreifen würde mit natürlicher Auslese. Grund ist, weil ansonsten löst er Madoc aus und tötet uns ziemlich viele Karten. Wir müssen auf Madoc letzte Runde aufpassen, weil Madoc kann uns auch natürlich eine Menge hauen. Okay, wir haben die erste Runde gewonnen. Ich weiß nicht, was sein Plan ist. Also wenn er wirklich nur Units spielt, wir sind aggressiver, dann haben wir wahrscheinlich Probleme. Dann können wir nicht wirklich toll angreifen. Ich meine, wir haben immer noch die Hitzewelle, ne? Wir haben auch immer noch ein bisschen Swarm, so. So ist es ja nicht, dass wir uns gar nicht wehren könnten. Wir fangen nächste Runde an. Das heißt, wir verbannen erstmal Madoc, hundertprozentig. Ansonsten möchte ich vielleicht gar nicht... Greife es auf den Friedhof. Ich glaube, will ich Raubgesprung ablegen? Ist so ein bisschen riskant, Raubtischsprung gegen Präzisionsschlag. Kann aber auch ganz nützlich sein. Ich denke, für die Runde behalten wir es mal sogar noch. Okay. Eichhörnchen, Madoc weg, weil Madoc böse. Übrigens der Grund, warum ich auch unter anderem Eichhörnchen spiele. Der andere Grund ist halt Ryogan, ne? Weil gegen Wetterskelliger, ja. Und er verbannt uns unseren Greifen. Das heißt, Mamuna wird wahrscheinlich nicht gut sein. Das ist auch das Problem an Mamuna, ne? Wir spielen nur zwei Karten für sie, aber... Ja... Möchte ich noch einen Raubtiersprung opfern? Wir könnten auch passen eigentlich. In eine lange Runde. Wir versuchen die lange Runde. Ich meine, was er uns verbannt ist, ist jetzt vollkommen egal, weil da ist nichts mehr wirklich Tolles. Eichhörnchen. Er spielt Lemons und Eichhörnchen. Was zur Hölle? Und Nordwind, ja. Lemons, Eichhörnchen und Nordwind. What the fuck, Alter? Wieso? Also ich kann halt Lemons oder Eichhörnchen verstehen, aber Lemons mit Eichhörnchen ist das erste Mal, als ich es sehe. Der muss den Friedhof des Gegners hassen. Aus tiefstem Herzen. So, wir dürfen nicht mal Mamuna ziehen. Kikimor-Arbeiterin ist mir bei dem Deck nicht sicher genug. Was geht uns durch die Lappen? Crimson Curse. Reif, ja, an sich eine okay Hand. Die würde ich sogar behalten. Ich habe nur Angst, dass wir Mamuna ziehen. Gegner fängt an, Feuerwerker, wird ein Raubtiersprung. Weiterer Feuerwerker. Er schießt die sogar weg. Okay. Schieß sie weg, mein Freund. Ist mir vollkommen egal. Könnte ich mit Parasiten ausschalten, das ist mir nicht wirklich wert. Wir haben keine Einheit zum Buffen. Ich könnte Krabbspinn-Ungetüm benutzen. Krabbspinn-Ungetüm möchte ich allerdings mit mehr Krabbspinn spawnen. Ich habe keine weitere Möglichkeit, jetzt viele Krabbspinn zu spawnen. Das heißt, ich denke mal, wir benutzen tatsächlich Krabbspinn-Ungetüm mit nur 3. Jetzt kommt ein Zerfetzen. Eine Bombe bastelt er. Okay, nimmt uns 2 Einheiten weg. Grässliches Gelage hat ein gutes Ziel. Immer noch eine 6-Punkt-Karte mit dem extra Spawn. Anführer. Ah, wir hätten wahrscheinlich so einen Soltan benutzen sollen. Vielleicht benutze ich Soltan aggressiver. Auf jeden Fall unser Ziel für Manticore-Gift. Das ist schön, so aggressiv gegen aggressiv. Nur Unit gegen nur Unit. Reisegefährten. Jetzt. Natürlich ziehen wir Mamuna nach.
Ah, es war so klar, dass wir die Mammut danach ziehen, ne? Es war so klar, dass wir die Mammut danach ziehen. Er freut sich jetzt bestimmt einen Ast ab. Haut der Mamuna weg? Ja. Hm, Xavier Lemons und Eichhörnchen haben Mamuna kaputt gemacht. Win. So, wie viel Tadel hat er schon ausgespielt? Er hatte 2 Tadel schon. Könnte noch einen Tadel haben. Wegen Geralt Profi halt, ne? Weiß auch nicht, ob ich mir jetzt wirklich... ich könnte auch Parasiten theoretisch eine Einheit von uns verbessern. Wieso hat der einen Schleier? Meritiumsbombe hat er überlebt. Okay, ich glaube, wir benutzen den Parasiten tatsächlich mal fürs Verbessern, oder? Ja, wir haben immer noch Hitzewelle, Geralt und einen Blockierer. Wenn deine letzte Karte wirklich ein Gord ist, können wir Geralt auch noch benutzen. So eine Hitzewelle. Das habe ich mir schon fast gedacht. Wir benutzen immer noch Soltan Halunke. Wir können eh nicht mehr Einheiten beschwören, aber der Boost ist immer noch besser als der Schaden. Und Nairomantie. Jetzt wird's problematisch. Simlas kann eine Menge Punkte machen. Okay, aber nicht, wenn er einen Doppeldonner rausholt. Wenn unser Geralt tot ist, werden wir das Matchup verlieren, ne? Das ist das Problem an Geralt in den meisten Fällen. Ich denke aber nicht, dass er tot ist. Ich denke, er hat einen Gord. Ja, er hat einen Gord. Geralt ist halt so eine riskante Karte. Okay, unsere letzte Karte bringt 7 Punkte. Was bringt seine letzte Karte an Punkten? 9. Damit wird es ein Unentschieden. Das unspektakulärste Matchup ever. Kontrolle gegen Kontrolle. Hätten wir nicht Mamuna nachgezogen. Alles andere außer Mamuna hätte uns den Sieg beschert. Mamuna war eine 2-Punkt-Karte. Wobei, dann hätte er wahrscheinlich seinen Tadel auf was anderes benutzt. Aber es ist scheißegal. Selbst die 4er Provisionskarten. Wir hätten uns in dem Matchup deutlich mehr Punkte gegeben. Ne? Also hätten wir ein Krabbspinnennest, hätten wir 5 Punkte bekommen. Dann hätte auch der Tadel der Natur von mir aus 3 Schaden mehr machen können. Ne? Ich meine, so hat er ja auch noch um 2 Punkte verbessert. Ah, aber wir mussten Mamuna ziehen. Das ist der Grund, warum ich Mamuna tatsächlich gar nicht so gerne mehr mag. Ne? Es wird momentan viel Friedhofspass gespielt. Und dann kommt irgendwann vielleicht so ein crazy Motherfucker an, der Xavier Lemons und Eichhörnchen rennt. Und wenn wir halt wirklich nur 2 Bronzekarten haben mit Kikimor Arbeiterin, wir hätten wir die Kikimor Arbeiterin vielleicht nicht ablegen sollen. Aber ich bin ehrlich, ich habe gehofft, dass wir Mamuna nicht mit Reisegefährten nachziehen. Ich war mit dem Risiko bewusst, aber ich wollte versuchen, dass wir was Besseres ziehen. Klingt doof, aber ja, ich habe gehofft, dass wir sie einfach nicht ziehen. Ne? Weil Kikimor Arbeiterin in dem Matchup, er spielt 4 Angriff, die ist sofortig weg. Die ist sofortig weg. Aber trotzdem, es ist ein aggressiveres Monster-Swarm-Deck. Man kann es immer noch spielen. Es kann immer noch funktionieren. Monster momentan natürlich nicht ganz so die beste Fraktion für viele. Viele spielen einfach nur Kel'Thulas, wenn sie wirklich pushen wollen. Es gibt allerdings auch Leute, die spielen auch komplett andere Monster-Decks, probieren ein bisschen was aus. Also selbst bei Monstern geht halt noch eine Menge. Nur weil eine Fraktion momentan von der Win-Hate nicht unbedingt die höchste ist, heißt das nicht, dass diese Fraktion komplett unspielbar ist. Monster sind immer noch ziemlich gut spielbar. Und zur Not spielt man wieder ein aggressives Krabbspinnen-Schar-Deck. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Man kann auch Geralt austauschen. Also ich hätte jetzt wirklich, bei manchen Matchups habe ich wirklich immer so Angst und Bang um Geralt. Weil wenn Geralt eine tote Karte ist, dann wirst du dieses Match verlieren. Wenn er nicht eine tote Karte ist, dann wirst du das Match halt nicht verlieren. Aber die Frage ist, gibt es für 10 Provisionen irgendwas Besseres, was man für Geralt nehmen könnte? Schwierig. Schwierig. Man könnte höchstens vielleicht noch ein andere paar Provisionen austauschen. Ihr könnt einen Unsichtbaren von mir aus spielen, aber ihr habt keine Hingabe. Könnte auch Mamuna austauschen, wie gesagt, aber Mamuna kann schon ordentlich Punkte machen und gerade, wenn man irgendwie gebleedet wird und dann noch eine Kurzrunde hat, dann kann Mamuna wirklich extrem stark sein. 20 Punkte in der kurzen Runde sollte man nicht vernachlässigen. Bedingung ist, dass der Greif im Friedhof überlebt. Aber gut, macht's wie ihr wollt, spielt wie ihr wollt, habt einfach Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit den nördlichen Königreichen. Dann haut da rein und ciao.